Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben ja jetzt schon seit einigen Wochen unseren kleinen Aaron Elias, unser Silikonbaby. Und gerade am Anfang habe ich mich ja sehr, sehr schwer getan, den kleinen Mann einen Namen zu geben, so dass ich auch euch gefragt habe, ob ihr Vorschläge habt. Und da kamen so, so viele schöne Vorschläge. Und da ihr euch gewünscht habt, dass ich einfach auch mal ein Video mache zu den jungen Namen, die es jetzt letztendlich nicht geworden sind, dachte ich, mache ich das heute einfach mal. Für unser Silikonbaby ist es ja letztendlich der Name Aaron Elias geworden. Wobei sich das wirklich lange, lange Zeit duelliert hat mit dem Namen Jona Elias. Und ich muss sagen, dieser Name stand auch eigentlich so gut wie fest. Und dann habe ich letztendlich doch nochmal alles umgeschmissen, weil mir auf einmal so der Name Aaron in den Kopf schoss. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt mal los mit den Namen, die es nicht geworden sind. Ich habe tatsächlich nicht zu jedem Namen eine super Begründung, weshalb sie es nicht geworden sind. Die meisten sind es wirklich nicht geworden, weil ich halt damit nicht warm geworden bin. Als allererstes, und ich glaube, das ist auch der meist vorgeschlagene Name, ist der Name Benjamin. Ihr wisst, ich liebe biblische Namen, deswegen werdet ihr jetzt auch im Laufe des Videos viele biblische Namen hören. Und auch Benjamin ist ein super, super schöner Name. Aber das Problem ist, dass einer meiner Cousins Benjamin heißt. Und das ist jetzt eigentlich nicht so das großartige Problem, sondern das Problem ist einfach, dass ich mit dem Namen leider immer wieder daran erinnert werde, was für eine schöne gemeinsame Kindheit wir hatten und wie abrupt diese halt einfach geendet ist. Und das ist halt einfach etwas, was so ein bisschen auch so negativ diesen Namen belastet. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren hier ein Drei-Generationen-Haus. Meine Oma und mein Opa wohnten hier mit meinem behinderten Onkel, also dem Bruder von meiner Mama. Und dann der ältere Bruder von meiner Mama wohnte mit seiner Familie hier. Und dann halt, ja, meine Familie. Und wir als Kinder sind halt dementsprechend auch gemeinsam groß geworden. Es gab fast keinen Tag mehr, wo wir nicht irgendwie zusammengespielt haben im Garten oder wo die Jungs bei uns waren und wir haben Lego-Bausteine gespielt oder Türme bis an die Decke gebaut oder halt wir waren oben bei den Jungs und haben mit Playmobil gespielt oder irgendwie sowas. Also es war wirklich eine richtig schöne Einheit, sage ich jetzt mal da. Also wir sind halt gemeinsam groß geworden. Ich war so Anfang der Teenager-Jahre, also ich war so, weiß ich nicht, 12, 13, da fingen dann leider an meine Tante und mein Onkel Streitigkeiten, die unter den Erwachsenen letztendlich waren, auf den Rücken der Kinder auszutragen. Und von jetzt auf gleich durften wir uns halt nicht mehr mit unseren Cousins treffen, wir durften nicht mehr miteinander spielen. Es war wirklich von jetzt auf gleich so ein Cut da gewesen und das hat mich persönlich extrem geprägt. Es sind Streitigkeiten unter Erwachsenen, die haben bei Kindern einfach nichts zu suchen. Und egal wie alt das Kind ist, hat das einfach nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen zu werden. Und dementsprechend ist leider auch der Name Benjamin für uns komplett raus. So viel dazu. Ich habe jetzt einfach viel zu viel gequatscht zu einem Namen. Und zwar ist der zweite Name, den ich mir ausgesucht habe, der Name Nilo. Auch den Namen finde ich super, super schön und auch super niedlich und auch sehr zierlich. Aber er ist irgendwie nicht so bei mir übergeschwappt. Also ich bin damit nicht warm geworden. Genauso wie mit dem Namen Milo und Leo. Ja, Leo ist ja relativ bekannt geworden durch eine große YouTuberin, die ihren Sohn so genannt hat. Niemand hat seinen Namen gepachtet. Ich finde das auch richtig, richtig schlimm, was teilweise auch in der Community unter Reborn Mummies abgeht, wenn irgendjemand den gleichen Namen nehmen möchte und dann gibt es dann da Streit und Theater und ja, keine Ahnung. Ich finde das furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, Nilo, Leo und Milo sind es nicht geworden, weil ja, ich damit einfach nicht warm geworden bin.
Ja, dann kommen wir zu dem Namen Jona. Wie gerade schon gesagt, war dieser Name tatsächlich ganz, ganz lange bei uns eigentlich fest für unseren kleinen Mann. Ja, irgendwie war dann wieder Putzzeit angesagt bei uns. Ich nutze halt grundsätzlich auch die Zeit so ein bisschen, um auch über vieles nachzudenken. Und auf einmal schoss bei mir so der Gedanke rein oder der Name Aaron in den Kopf. Und ja, dann stand es auf einmal fest. Und dann habe ich das nur noch meiner Mama gesagt. Ich so, Mama, es tut mir leid, aber der Name Aaron steht jetzt fest für den Kleinen. Und dann, ja, ist Jona natürlich weggefallen. Aber ich finde den Namen immer noch super, super schön. Und es ist halt wieder ein biblischer Name. Ja, dann kommen wir zum nächsten Namen, und zwar Jonas. Das ist auch ein Name, den ich super, super schön finde, der auch sehr, sehr oft vorgeschlagen worden ist, auch von euch. Aber auch mit dem bin ich halt letztendlich gar nicht so wirklich warm geworden, und der ist auch nie wirklich in die engere Auswahl gekommen. Dann kommen wir zum nächsten Namen, und zwar zum Namen Luis. Luis ist auch ein super, super schöner Name, aber auch er ist bei mir nie wirklich angekommen, sage ich jetzt mal. Der ist auch sehr, sehr oft von euch vorgeschlagen worden, genauso wie der Name Leo oder Luca. Die Namen sind auch super, super oft vorgeschlagen worden von euch. Auch super, super schöne Namen. Vor allen Dingen Luca hat es mich wirklich auch sehr angetan, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe wirklich auch einige Zeit überlegt. Aber auch da ist es dann doch so gewesen, dass der Name nicht wirklich so an mir rangekommen ist, sozusagen. Ja, und der letzte Name, den ich mir aufgeschrieben habe, der auch oft von euch vorgeschlagen worden ist, ist der Name Emilio. Und ich finde den Namen auch super, super schön. Auch er ist auch ein sehr zierlicher Name. Also er ist so ein Name, wo man sich wirklich auch so ein zierliches kleines Baby schon vorstellen kann. Aber auch er ist es halt leider nicht geworden, weil ich mit dem Namen so an sich nicht warm geworden bin. Ja, und das war's auch schon wieder. Vielleicht ist ja der ein oder andere Name dabei gewesen für euch, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem schönen jungen Namen seid. Ich liebe es tatsächlich auch, mit den Namen so ein bisschen zu experimentieren, da auch immer mal wieder so Doppelnamen draus zu machen. Und dann kommt teilweise auch wirklich ganz, ganz schnell so dieser, der perfekte Name, der einfach für dich passt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und wir sehen uns definitiv ganz bald wieder.